Die Begrüßung vor der mit Spannung erwarteten Debatte auf einer Bühne der Hofstra Universität in Long Island im US-Bundesstaat New York war noch ausgesprochen höflich. Danach gingen Hillary Clinton und Donald Trump aber schnell auf Konfrontationskurs und fielen sich immer wieder ins Wort. Wirtschafts- und Außenpolitik, nationale Sicherheit und die Spannungen zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerungsschicht. Es war das ganze politische Spektrum, über das die Demokratin Clinton und der Republikaner Trump stritten. Trump kritisierte unter anderem Handelsabkommen mit Mexiko und asiatischen Staaten sowie die Steuerpolitik der Regierung. Dies habe dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen aus den USA abwanderten und immer mehr Arbeitsplätze verloren gingen. Clinton erklärte, Trumps Steuerpläne würden der US-Wirtschaft schaden und nur den Besserverdienenden nutzen. Während die Ex-Außenministerin Trump zumeist mit Donald ansprach, nannte Trump Clinton überwiegend Frau Ministerin. Die Debatte wurde auch sehr schnell persönlich, zum Beispiel an der Stelle, als Trump Clinton vorwarf, nicht das Stehvermögen zu haben, um Präsidentin zu werden. Clinton kritisierte den Milliardär dafür, dass er noch nicht seine Steuererklärung veröffentlicht habe. Möglicherweise wolle Trump verheimlichen, dass er keine Bundessteuern gezahlt habe. Gegen Ende der Debatte stritten beide über das richtige Temperament eines Präsidenten. Dies sei vielleicht seine größte Stärke, sagte Trump, denn er habe das Temperament eines Siegers. Clinton erklärte dagegen, ein Mann, der sich von einem Tweet provozieren lasse, solle nicht seine Finger auf dem Knopf für den Abschuss von Atomraketen haben. Das erste TV-Duell zwischen Clinton und Trump wurde den Schätzungen zufolge von bis zu 100 Millionen Zuschauern verfolgt. Das ist fast ein Drittel der US-Bevölkerung und ein Wert, der in den vergangenen Jahren nur vom Football-Finale Super Bowl erreicht wurde.